Wir sind zurück mit Let's Create. Markus, Olli mit der Folge 3 und der Ausgangslage, Ausgangssituation beziehungsweise dem Anfang und so weiter, Teil 2. Wir haben es spontan erweitert und sind letztes Mal stehen geblieben, beziehungsweise letztes Mal haben wir geredet, wo die Einrichtung liegt, beziehungsweise noch nicht ganz, die Lage, was die Einrichtung ist, wie sie heißt, die technischen Funktionen. Und heute, beziehungsweise jetzt, machen wir weiter mit der Frage, warum diese Einrichtung nun Jobs anbietet, um Expeditionen durchzuführen. Warum sie überhaupt Expeditionen durchführen? Ja. Machen wir einen Vorschlag und dann sage ich was dazu. Expeditionen. Expedition. Expeditions. Nee, ist ja Deutsch. Ich sag mal so, jede Einrichtung möchte ja irgendwie seine Forschung auch statistisch belegen können. Empirisch. Und das bedeutet, dass Expedition oder diese Expedition natürlich Freiwillige benötigt, um diese Forschung zu belegen, Daten zu sammeln und diese dann auch zu veröffentlichen. Ja. Und damit natürlich auch dann Geld irgendwie abzuschlagen und natürlich berühmt zu werden. Also, das war mal eigentlich meine Begründung. Frage? Warum brauchen sie dafür uns jetzt, worauf es ja hinauslaufen wird, und nehmen keine Fachkräfte? Fachkräfte? Na, Mitarbeiter, freiwillige Mitarbeiter. Könnte es doch sein. Nein, wir können da keine Mitarbeiter sein, weil wir ja da nicht arbeiten. Unsere Berufsgruppe bestimmt ja, was wir eigentlich sind. Genau. Und kommen wir gleich nochmal zu Berufe. Wir haben uns auch natürlich schon ein paar Berufe ausgedacht. Einer davon ist Wissenschaftler. Ich sag's nur. Einer davon, aber eine Berufsgruppe davon ist Wissenschaftler. Man kann doch Wissenschaftler sein und dort arbeiten. Und dann ein Freiwilliger von dort sein. Und wenn das aber keiner will. Und dann mit seinen Freunden mitnehmen, oder? Nee, das verstehe ich nicht, warum die halt Leute von außen bewerben, anstatt halt Fachkräfte. Was sind denn Fachkräfte? Na, Leute, die da arbeiten. Reisen in fremde Welten. Nein, Leute, die da arbeiten. Die halt. Ich habe gerade gesagt, man kann doch Wissenschaftler sein, aber sein Charakter kann man doch ganz frei erstellen. Hm? Man kann doch nicht dazu gezwungen werden, dass einer von uns jetzt Wissenschaftler ist. Nein, das sage ich doch auch gar nicht. Du möchtest jetzt wissen, wenn keiner von uns Wissenschaftler ist, warum kein Wissenschaftler mitkommt. Warum die uns brauchen. Und eben, ich sag mal so. Keine ihrer eigenen Leute. Ich sag mal so. Dann sag mal, ist ja auch so. Wo? Dass wir nicht die einzige Expeditionsgruppe sein muss, sondern vielleicht vorher Wissenschaftler von dort, beziehungsweise Fachkräfte, ich glaube es halt einfach nur nicht, weil Wissenschaftler Wissenschaftler sind und nicht den Expeditionsdrang haben, in fremde Welten selbst das zu sehen, weil sie mehr auf die technischen Daten wollen und nicht sich in Lebensgefahr bringen möchten. Mir stellt sich allein die Frage, die sich in unserer Welt ganz oft stellt, guck sich nur mal eine aktuelle Nachrichten zu den Geheimdiensten an, warum das Projekt an die Öffentlichkeit getragen wird. Was wir dann letztendlich sind, die Öffentlichkeit oder Leute aus der Öffentlichkeit, und warum es nicht vielleicht vom Militär übernommen wird oder weiß der Geier was. Ist ja jetzt auch egal. Weiß der Geier, weiß das nicht. Naja, weißt du, was ich meine? Ja. Wir brauchen eine Begründung dafür, eine glaubwürdige möglichst. Sowas reißt sich doch, sowas Großes hier reißt sich doch normalerweise die nächstbeste Regierung unter den Nagel. Na, pass auf. Wir können es ja auch so machen, ist nämlich ein guter Punkt, dass die Expedition anschließend von der Regierung, in dem das Land spielt, also von der Landesregierung, übernommen wird, / gestiftet wird, und aber auch auf deren Augen, also die beobachten das. Die beobachten mit ihren Geheimdiensten und so. Und die Regierung sucht sich aufgrund ihrer Daten, diese haben in der Welt bestimmte Personen aus. Diese Personen werben sie an, dort mitzumachen. Ja. Und dann muss es nämlich nicht in der Öffentlichkeit bereitgetreten worden sein. Wenn die Regierung sich an diese Person wendet, um in einem Geheimprojekt mitzuarbeiten. Es kann ja sein, dass wir, das passt da zu dem, was du sagst, dass wir von mir aus, egal ob wir jetzt Förster oder Lehrer oder sonst was, egal was, oder Teilchenphysiker von mir aus im besten Fall noch, dass die auf unserem Gebiet, welche Berufsgruppe wir auch immer wählen für uns, halt aber Spezialisten sind.
Genau, und darauf aufgrund dieser Kriterien für sowas ausgewählt werden. Genau. In Gesteinskundler für irgendwelche fremden Gebirge, so als Beispiel jetzt. Ja. Ein Pflanzenkundler für, ne? Gut. Also Regierung übernimmt Projekt? Kann man einen Projektnamen schon? Nee, noch nicht. Können wir gleich machen am Ende. Hm. Vielleicht. Übernimmt Projekt und sucht anhand von, wie soll, können wir sagen, Internetdaten eigentlich? Anhand vom Internet, oder? Ja. Anhand vom Internet. 2015 gibt es schon Internet. Leute an. Sucht aus. Wirbt diese an, sich an geheime Expedition, / Mission, kann man es ja auch nennen, oder Missionen, genau, zu beteiligen. Ich würde noch hinschreiben, Suchkriterien nach Spezialisten, egal welche Berufsgruppe. Personen gleich Spezialisten auf ihrem Gebiet. Auf ihrem Gebiet. Mit A. So kann man das sagen. Auf ihrem Gebiet. Ja. Genau. Und das finde ich eigentlich ganz lustig. Das finde ich gut, weil dann ist die Öffentlichkeit auch mehr oder weniger ausgeschlossen. Kann ja noch das Wort geheim mal unterstreichen. Und wenn man nun Agent ist und zufällig für die Regierung arbeitet? Ich würde dann aber auch noch sagen, dass sobald man da mitgemacht hat, Familie tabu ist. Das ist halt wirklich so ein, also die Familie, nee, die man bis jetzt hat, kann man vergessen. Also die wird man so erstmal nicht mehr kontaktieren, weil das vielleicht eine Expedition ist, die auf Lebensdauer geht. Man kann ja auch ablehnen. Ja, na klar kann man auch ablehnen. Darum würde ich mir jetzt in meiner Hintergrundgeschichte keine Familie ausdenken. Nee, oder musst verstorben du ja auch nicht. Oder sowas. Ja, kannst du, musst du nicht, kannst du auch. Ja, sonst macht es einfach keinen Sinn. Wer würde seine Familie für so ein Projekt verlassen? Das ist nicht so sinnig, finde ich. Na, ich finde, da gibt es schon ganz schön viele Menschen. Also, aber würdest du dir so eine Hintergrundgeschichte ausdenken, wo du für das Projekt deine Familie zurücklässt? Mit Familie meine ich ja vielleicht auch nur Eltern. Ja, ist gut, ich verstehe, aber das klingt komisch. Nur Eltern. Naja, ich muss ja mir keine Familie ausdenken. Freundin mit einjährigen Sohn, die ich dann zurücklasse. Das natürlich nicht. Also, ich meine, muss nicht. Der einjährige Sohn ist ja okay, aber die Freundin. gut. Kurz Projektname vielleicht? Naja, warte mal, was machen wir jetzt? Hä, wieso? Naja, mit oder, also... Ich meine, wir sehen es dann, oder? Ja. So detailliert werden wir auch nie wirklich, glaube ich, in den Abenteuern drauf eingehen und so weiter. Deswegen passt das so, wie wir es haben. Wir fassen es ja am Ende, wie gesagt, nochmal zusammen. So, wir sagen jetzt noch ganz kurz, genau, wir machen erstmal den Expeditionsnamen. Und einen Projektnamen, ne? Projektname, Doppelpunkt. Wollen wir erstmal ein paar Vorschläge aufschreiben? Wir können ja dann streichen. Wer wir sind, haben wir dann eigentlich auch schon gesagt, ne? Dass wir Personen und Spezialisten... aus irgendwelchen Berufsgruppen. Wir haben, genau, ganz kurz, bitte für die Zuschauer, wir haben auch an die 30 ungefähr, ne? Ja. Das an die 30 schon gesagt. Nee, nur, dass wir an die 30 Berufsgruppen vorbereitet haben. Hä? Was willst du jetzt sagen? Was? Nein, ein bisschen detaillierter. Dass wir an die 30 Berufsgruppen vorbereitet haben, die aber entsprechend eines Standard-Pen und Papers auch viele Spezialisierungen, Untergruppen haben. Also ein Wissenschaftler kann ein Chemiker, ein Physiker, ein Biologe, was weiß ich sein und so weiter. Wir kommen da kann man gleich nochmal sagen, in einer späteren Folge nochmal drauf zu. Aber die Berufe sind ja für jetzt auch wichtig. Ja, und wie gesagt, gehen detailliert nochmal auf alles ein. Ja. Nicht nur aufs Regelwerk, sondern auf Berufe und auf andere Sachen. Ich wollte das nur kurz anmerken. Wir können also, wir sind dann nicht Beruf Wissenschaftler. So. Sondern halt. Mit Unterkategorie. Richtig. Genau. Wir sind fachlich in allem bewandert. Ich bin alles Könner. Ja, ich unterrichte auch 16 Fächer damals an der Uni. Gleichzeitig. Ja. Gut. Projektname. Ich würde halt Vorschläge sammeln und können dann streichen per Ausschlussverfahren. Ne? Projektname New World. Schreib auf. Ich habe dann auch ein paar Vorschläge. Ach so, echt? Wir wollen jetzt ganz viele Vorschläge sammeln? Na sicher. Und dann uns einigen, weil wir können ja erstmal alle auflisten. Na dann mach. Projekt Random.
Ja. Hast du noch einen? Zero. Da die ja anscheinend schon rausgefunden haben, bevor das Projekt startet, dass es mehrere Welten, also mehrere Frequenzen gibt, würde ich Projekt Shift nennen. Shift. Projekt. Sind Sie bereit an Projekt? Das ist doch doof, die werden es dann erklären, die werden den Namen nicht so stehen lassen. Was? Die werden es doch, wenn die Leute anwerben, auch erklären, was die da tun. Ja, ich nehme jetzt einfach Reality. Reality. Shift Zero Random New World. Spannend, ne? Nein, sorry, ich hab, mir schwören halt viele Ideen durch den Kopf, aber mir fällt noch nichts Knackiges ein. Wir haben ja auch nicht so richtig. Ich meine, das ist ja noch kein Endding. Also, wir haben jetzt ein paar Vorschläge gebracht. Wir können es ja auch später streichen. Wir uns noch ein paar Namen jetzt ein zwischendurch. Aber auf jeden Fall wäre es auch cool von euch, wenn ihr irgendeinen Namen halt reinschreibt, der für dieses ganze Gedöns, für das ganze Projekt halt so passen könnte. Wir haben Gedöns teil zu. Geil! Wir haben auch Top Secret. Solange wir uns noch nicht entschieden haben, dürft ihr jederzeit mitwirken. Naja, das ist aber. Ja, komm. Das ist ultra geheim. Ja. The Other Project. Projekt. Jumper, der Film. Trinity. Neo. Morpheus. Oder einfach auch mal einen deutschen. Ach nee. Doch, sag. Na, einfach Projekt nach dem Gerät benannt. Dieses, das, was sie dann schon entwickelt haben, wenn wir soweit sind. Projekt Konduktor. Naja. Ich schreibe es gerne auf, aber ich sag dir gleich, mir gefällt es nicht. Nee, das also, ist weg. Nee, ist ja wenn, dann halt wirklich noch Projekt Time vielleicht. Also ja, aber das, die Projekt nach der Firma zu benennen, finde ich. Nee, das heißt Time. Timer. Und, ne? Naja, aber Time ist auch wieder zu, hast du selber gesagt, zu allgemein. Was? Nicht zu allgemein, so rum. Weil es geht ja nicht nur um Zeit, sondern auch um Raum und um Realität. Naja, was ist denn random? Ah, Projekt Unknown. Das ist, weil die ja nicht wissen, wie viele Welten es gibt. Anknoven. Anknoven. Projekt Impossible. Sowas finde ich zum Beispiel schon Mission cool. Mission Impossible. Gut ausgedacht, aber nicht so. Projekt Eating. Hat nichts damit zu tun, aber nimmer. Nicht. Projekt Wet. Projekt Glitch. Glitch. Bug. Ja, sehr gut. Projekt Fringe. Projekt. Sehr gut. Projekt Lost. Projekt Lost passt aber vielleicht sogar ein bisschen. Nein, passt nicht. Nee, okay. Weil sie ja irgendwann zurückkommen sollen, das ist blöd. Belassen wir es dabei und wir suchen. Genau, wie gesagt, ihr könnt gerne noch Vorschläge bringen. Vielleicht erfinden wir off-camera auch noch was. Präsentieren euch das dann bei den Regeln noch kurz und gut. Projektname. Jetzt noch, so. Wie wir direkt zum Projekt kommen. Die Regierung wirbt uns an und wir werden dann vielleicht, müssen vielleicht eine Verschwiegenheitsverpflichtungsgedöns unterschreiben und werden dann erstmal ins Projekt eingeführt, werden vielleicht mit der Technik von den Wissenschaftlern vertraut gemacht, werden kriegen erklärt, auf was wir uns einlassen, also dass die Wissenschaftler eigentlich so gut wie nichts darüber wissen. Außer die Frequenzen. Genau, es könnte halt auch ein Himmelfahrtskommando sein. Jede Mission. Weil die Welten. Spannender. Die Welten sind ja halt auch wirklich nicht erforscht. Ich habe hier schon mal gesagt, wir können ja auch in eine Cartoon-Welt reisen. Wir bleiben so Menschen, aber. Ja, wir können auch in eine Welt reisen, die komplett mit Lavaboden. mit Lava halt ist. Ups! Und, ja, das ist immer tot. Aber sowas werden wir uns ja auch nicht. Es geht ja auch. Genau. Uns ausdenken, weil dann ist das Abenteuer. Es gibt sicherlich auch Welten, die. Kurz vor der Zerstörung stehen. Was machen wir denn? Blöd, also vom Gasplaneten nicht, da können wir nicht stehen. Aber was machen wir denn ganz blöd, wenn wir auf eine Welt ohne Sauerstoff kommen, haben aber logischerweise noch keine Sauerstoffmasken dabei?
Ach, das müssen wir auch noch bereden. Gut, dass du mich, wie wir da hinreisen, mit was und, ne? Das müssen wir noch kurz sagen. Was? Ja, ja, komme ich gleich drauf. Naja, machen wir Abenteuer in Welten genauso, wir machen genauso wenig Abenteuer in Welten mit Lavaböden gleich am Anfang, wie mit Welten ohne Sauerstoff. Wo wir nicht atmen können. Naja, gut, weil ja sonst hätte ich gesagt, dass Teile der Welt ohne Sauerstoff sind, wir in der Welt eine Sauerstoffmaske finden oder so ein Kram. Als Beispiel. Ist ja möglich. Aber genau. Nicht, dass wir, wenn wir hinreisen, schon ohne ganze, alle Ausrüstung sofort praktisch tot sind oder so. Das wäre Quatsch. Gut. Möchtest du noch was sagen? Ich bin immer noch bei dem Projektnamen, aber gut. Nein. So. Was auch... Was? Interferenz? Projekt Interferenz, würde ich noch Projekt sagen. Projekt Interstellar. Es ist zu weit. Pass auf, ich habe nämlich, das ist auch noch wichtig. Ja. Und zwar ist das wichtig, um keine Veränderungen in den Realitäten zu machen. Hä? Ausrüstung. Ausrüstung, die wir mitnehmen können in diese Welten. Da haben wir uns auch schon mal auf Kamera drüber unterhalten. Und ich sag mal jetzt, das, was wir bis jetzt gesagt haben, damals auf Kamera, war, dass wir nur mit unseren Klamotten, die wir am Körper haben, und einem Rucksack hinreisen. Sprich, wir nehmen keine Waffen mit, keine, was weiß ich, technischen Geräte wie ein Handy oder sowas, sondern, sagen wir, unsere Klamotten, die wir so haben, ein Rucksack, und im Rucksack könnte vielleicht noch eine Trinkflasche sein, mit Wasser, für uns. So, warte, lass mich ausreden. Das haben wir damals so gesagt. So. Ich erkenne daran eine Schwäche. Ich weiß, du wolltest das jetzt zwar erst erklären, aber... Nee, ich wollte es weiterführen. Weil man muss es ja noch weiter klären. Naja, das ich habe daran macht aber... macht ja so noch keinen Sinn. Vielleicht löst sich das ja mit dem, was du gleich sagst, auf. Ich wollte nur kurz sagen, ich finde es doof, wenn die sowieso viel Technik entwickeln, können die auch irgendeine Komprimierungstechnik entwickeln, dass die Wissenschaftler, weil man nie die Bedingungen der Welten kennen kann, dass die Wissenschaftler uns ohne jede Unterstützung technischer Seite... loslassen. Es müssen keine Waffen sein oder so. Ist ja Quatsch. Oder auch keine, ja, dass wir selbst Unmengen Wasser produzieren können oder so. Also kleine Erfindungen vielleicht noch, die wenigstens für die erste Welt, alles andere kann man ja da sammeln, hilfreich sind. Dass der Rucksack bietet ja nur begrenzt Platz. Dass irgendeine Komprimierungstechnik herrscht. Naja, ich meine, irgendeine Komprimierungstechnik, dass man jetzt in 6-Tages-Vorrat Brot oder von mir aus auch Wasser in so einer kleinen Box hat. Und wenn man irgendwo auf den Knopf drückt oder so, wird es halt größer. Dragon Ball. Da, ja, ja, aber das nicht so ganz, aber trotzdem. Ja. Weil die entwickeln eh so einen Kram. Da sehe ich wieder ein Problem, das ist es. Denn in einer Fantasy-Welt wie zum Beispiel DSA ist es schwierig. Das ist mein einziges Manko. Ich sage mal... Nee, nur für die erste Welt. Danach kann es ja aufgebraucht sein. Für mich ist auch nicht, dass es immer wieder benutzbar oder füllbar ist, sondern... Naja, aber wenn die wirklich sowas entwickeln, dann entwickeln die doch Dutzende oder Dutzende davon, dass wir das immer wieder in die neueste Welt mitnehmen können. So ist es ja nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht ist die Technik nicht ausgereift, nach der ersten wieder Vergrößerung und dann erst muss halt... geht's halt nicht wieder klein. Das Einzige, was ich halt meine, ist, dass in einer Fantasy-Welt wie Mittelerde oder DSA gibt's halt keine... großartige Technik. Da ist schon die Technik, was wir am Arm haben. Das ist schon krass, finde ich. Das ist, wir sind so. Wir sind Cyborgs. Lasst uns in Ruhe. was ist ein Cyborg, mein Schatz? Und dass dann noch eine andere Technik ist, wo zum Beispiel, was weiß ich, eine bodengroße Metallgerät, dass da man dann auf den Knopf drückt und daraus schießen dann so viele Dinger. Mein Problem ist eigentlich... ganz gut. Es ist wirklich gut und es vereinfacht dadurch auch, sagen wir mal, den Anfang in jeder Welt. Weil man müsste ja, laut meinem, das erste Mal, wenn man eine Welt bereist, hat man nur eine Wasserflasche. Weil Wasserflaschen gibt es theoretisch überall. Außer man denkt sich jetzt eine sehr besondere Welt aus. Es gibt aber, und dass man dann halt am Anfang jeder Welt sozusagen jagen muss. Oder sammeln, sozusagen. So, um an Nahrung zu kommen, oder man trifft natürlich irgendwen und er gibt einem was und so.
weiter. Ja, aber es geht nicht nur um Nahrung. Meine Logiklücke ist einfach, dass die Wissenschaftler uns ohne alles praktisch, Wasser zählt für mich nicht, uns ohne alles losschicken. Ohne zu wissen, ohne alles. Das ist dumm. Ja, na klar. Nein, das ist nicht na klar. Das ist dumm. Das macht keiner. Das ist nicht klar. So, Problem ist dann... Es muss ja auch nicht viel sein. Wir können es ja noch eine Alternativlösung finden. Ja, dann sag mir mal, was zum Beispiel du mitnehmen würdest. Und wenn du jetzt sagst, Wasser ist nichts, dann ist Essen auch nichts. Dann sag mir noch was anderes. Ja, genau. Ich hab dir gesagt, das aber in großen Mengen. Mit dieser Komprimierungssache. Es kann doch auch sein, pass auf, die haben nicht Technik erfunden, sondern die haben es geschafft, Essen unglaublich zu komprimieren. Das heißt, in einen Beutel, der aber nicht ewig benutzbar ist, wir müssten uns noch genauere Regeln dafür finden, in einen Beutel der Maße 20 x 30 cm stecken 6 Laib Brot drin. Oder 10. Weiß der Geier. Jetzt Brot einfach, weil mir nichts anderes einfällt. Das kann natürlich ein Kuchen von Mutti sein, was weiß ich denn. Stecken 6 Laib Brot drin, aber hat man das da rausgenommen, hat sich die Kraft des Beutels, die Technik des Beutels, was auch immer, aufgebraucht. Es ist eben nicht beliebig, es ist jetzt noch nicht ausgereift, ihr merkt schon. Darf ich was sagen? Finde ich gut. Ich habe auch von Anfang an gesagt, das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Und das ist jetzt ein Kompromiss. Pass auf. Wir lassen uns am Anfang eine Trinkflasche Wasser mitgeben und so. Und so ein ganz kleines Beutelchen. So ein ganz kleines Beutelchen mit, weiß ich nicht, irgendeinem Nahrungsmittel. Jeder hat 5 davon drin und die bieten Nahrung für einen Tag, wenn man das isst. 5 kleine Brotstücke. Aber die, wie Lembersbrot. Oder ein Lembersbrot hat man halt drin und ein bisschen davon füllt den Magen für einen Tag. So, und davon halt kleine Stücke, genau. Und man hat dann halt Ration für 5 Tage, kriegt man mit. Von mir aus. So. Also nicht etwas, wo 4 komprimiertes Essen reinpasst, sondern komprimiertes Essen. Also, Ausrüstung zu Welten. Erste Welt. Genau. Und wir fassen jetzt gleich mal weiter. Denn was ich noch sagen wollte ist, nachdem man, anders, in den Welten sammelt man ja auch Ausrüstung. Wie Rüstung, Waffen oder andere technische Mittel, beziehungsweise Geräte. Die man aber wieder ablegen muss, seine ganze Ausrüstung, praktisch seine ganze Ausrüstung, wenn man in die nächste Welt reist. Will ich nur gleich sagen. Pass auf, nein. Und man kann diese Ausrüstung, das ist jetzt mein Vorschlag, und diese Ausrüstung, weil sonst hat man irgendwie, verliert es seinen Sammeltrieb irgendwie. Nach jeder Welt hat man dann nichts. Richtig. Das heißt, man kann die Ausrüstung, die man gesammelt hat, in dieser Welt mit zurücknehmen. In dieser wissenschaftlichen Einrichtung hat jeder, also es ist jetzt fiktiv, also es ist nicht fiktiv, es ist jetzt so ausgedacht oder bildlich vorgestellt, hat jeder ein Zimmer, ein Spind in Form eines großen Zimmers, wo die Ausrüstung jeder Welt liegt. Also Und man, wenn man wieder in diese Welt zurückgeht, kann man sich die Ausrüstung schnappen, die man beim ersten Besuch in dieser Welt hat, wieder mitnehmen, weil das ja zu dieser Welt gehört. Aber für das Pen and Paper Spiel jetzt muss es dann so sein, dass man die Ausrüstung in der Welt, in die man geht, also wenn es eine neue Welt ist, streicht aus seinem Dokument. Also die hat man. Na, man hat die noch, legt die sozusagen in den Spind ab. Und geht dann wieder mit 0. Aber man hat sie im Heldendokument eben in der Welt auf Riegel 5 nicht. Gerade. Riegel 5? Naja, ach, das ist jetzt die Welt. Ja. Ach so. Genau, diese Ausrüstung nicht. Da muss man dann wieder bei 0 anfangen. Das meinte ich. So, das heißt, wir springen der Sicherheit halber nach jeder Welt zurück ins Zentrum. Ja, müssen wir doch sowieso, ne? Nicht sowieso. Na, im Zentrum, jetzt nur mit deinem Vorschlag. Im Zentrum... das Zentrum hat doch nur das technische Gerät, um uns in verschiedene Welten zu machen. Das Gerät, was wir am Arm haben, bringt uns doch nur zur Erde, also in unsere Realität zurück. So habe ich das gar nicht verstanden. Das ist total blöd. Aber so haben wir es auch. Ich habe gedacht, auf dem Gerät geben wir die Frequenzen ein, um weiterzureisen. So habe ich es von Anfang an verstanden. Weil das finde ich wiederum nicht so gut. Denn warum?
dass wenn es nur ein Rückreisegerät ist, ja, finde ich das doof. Ich dachte, es ist das Gerät, um weiterzuspringen. Ja, dann müsste man ja ein Gerät erfinden, was diese Teilchenbewegungen irgendwie verbindet. Das habe ich doch aber von Anfang an so gedacht, dann haben wir uns wirklich missverstanden, dass man dieses Gerät sich halt mit der Zeit auflädt, aber nicht um zurück zur Erde zu springen, sondern um in die nächste Welt zu springen. Und wir springen einfach nur sicherheitshalber immer zur Erde zurück, um unsere Ausrüstung da abzulegen. Ich würde es besser finden, wenn man zum Beispiel ein einfaches praktisches Beispiel. Man ist in der Welt, muss aber gerade nichts ablegen im Zentrum. Man ist gerade so ausgerüstet, dass man mit allem in die nächste Welt reisen kann. Zum Beispiel ein Zahnstocher wird es ja wohl in jeder Welt geben. Verstehst du? So, und wenn man halt gerade zufällig in dem Abenteuer nur einen Zahnstocher und einen Stein gefunden hat, dann, warum auch immer, dann reist man, ja, wir müssen gerade nicht zurück, also nur Essen haben wir auch noch. Frequenz 1, 5, 6, 2, 3, 4, 6. Zack, nächste Welt. Es ist doch besser für den Fluss einfach. Naja, dass man nicht so an das Zentrum gebunden ist. Findest du es jetzt so schlimm, dass man für den Abschluss, für jedes Abenteuer, dass man ein schönes Ende hat, wieder zurück in seine Heimat geht? Was sowieso meistens, was sowieso meistens notwendig ist, wenn man die Ausrüstung, die man gesammelt hat, abgeben muss. Richtig abgeben. Weil es die Funktion unseres Geräts hemmt. Das macht es einfach nur zu einem plumpen Rückreisegerät. Finde ich gut. Ich weiß nicht, was er so geschrieben hat. Ich finde es als Gerät, was uns wirklich nach unserem Ermessen, nicht nach Ermessen der Einrichtung, nach unserem Ermessen in andere Welten bringen kann. Finde ich besser. Ich persönlich. Ja, ich nicht, habe ich ja gesagt. Also. So. Noch schnell aufgeschrieben. So. Wir haben eigentlich auch noch gar nicht gesagt, wie genau das Gerät funktioniert, ne? Diese Technik. Wir haben nur, wie es erschaffen wurde, haben wir auch nur beredet. Wir haben nämlich noch gar nicht beredet, wie es genau funktioniert. Deswegen sind wir jetzt vielleicht auch auf unterschiedlichen gedanklichen Wegen gewesen. Wir können das ja auch, diesen Twist, jetzt ist es ja, viel haben wir ja schon gesagt, auch noch off-camera erklären. Jetzt machen wir erstmal, wie es funktioniert. Okay? Ist das nicht selbe? Nein. Zur Technik und was es tut. Was tut es? Nee, mein Schatz. Also es basiert auf Frequenzen, in denen verschiedene Universenwelten oder sonst was schwingt. Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Ja, ist ja richtig. Aber pass auf, ich gebe dir jetzt mal eine Vorstellung, was ich so gedacht habe die ganze Zeit. Mach das mal. Es gibt einen Raum in dieser wissenschaftlichen Einrichtung, der halt komplett isoliert ist sozusagen, beobachtbar ist durch Glasfenster und so weiter. Von mir so ein Kreisraum und so weiter. Man steht in diesem Raum auf einer Plattform oder auf was Ähnlichem. Scotty, wie mich hoch. Um diese Plattform sind von mir aus irgendwelche Kreise in verschiedenste Richtungen, die sich um die Person dann drehen oder um was die muss Person, ich darunter vorstellen? Um diese Gruppen. So, und nachdem diese eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht haben, werden die Teilchen bewegt und man selbst wird in diese Frequenzwelt teleportiert, die man dort hat. So, man ist dann halt da und so weiter. Und das Gerät, was man im Arm hat, dient nur dazu, wieder zur Erde 00 so zurückzureisen. Auf die Erde zurückzureisen. Ganz einfach nur darum, weil das Gerät nicht in der laut meiner Vorstellung nicht in der Lage ist, genau diese technischen Voraussetzungen mit sich zu bringen, die das große Gerät in der Einrichtung hat. So. Das war jetzt die Erklärung. Jetzt darfst du. Habe ich nicht so gedacht. So, weiter? Naja, je nach Technikstand muss es doch kein großes Gerät sein. Technik schreitet ja auch fort und ich würde sagen, wenn dieses Gerät unser Körper mit Protonen durchströmen lässt, kann es uns halt auch wegsleppen zu der Frequenz halt. Es muss meiner Meinung nach kein großes Gerät sein. Auf jeden Fall, die Funktionsweise ist auf jeden Fall, egal in welcher Version wir nun umsetzen, dieselbe. Also
Welches Gerät nun auch immer, das große oder das kleine, versetzt uns mit Hilfe von Frequenzen und Teilchenbewegungen in eine neue Welt. Das ist das technische Prinzip erstmal. Ja, gut. Dann würde ich halt über das andere nochmal nachdenken, weil ich mich gerade nicht darauf einigen kann. Okay. Gucken wir dann. Ihr könnt gerne auch Vorschläge bringen, wie immer, ne? So, und weil wir jetzt am Ende der Zeit sind, fassen wir zusammen. Wir haben sozusagen auch eigentlich alles ausgangsmäßige beschrieben. Du oder ich? Fang an. Ja, ich ergänze dann gerne. Die wissenschaftliche Einrichtung nennt sich TIMER, kurz ist Technical Industry for Modern Electronics Research, liegt in Indien oder Australien. Könnt ihr auch gerne Vorschläge bringen. Ihr könnt auch gerne andere Vorschläge bringen, vielleicht mögen wir die auch. Aber es wäre schön, wenn ihr eventuell Indien oder in Novosibirsk im kalten Russland. Irgend so eine abgelegene Forschungseinrichtung unterirdisch. Wo kein... Ist ja Raccoon City, Umbrella. So. Auch gut ausgedacht. Hast Einfälle? So. Machen wir Australien. Streichen. Ist okay. Nee, ist okay. Ich kann mich davon überzeugen. Aber dann irgendwo im Outback. Outback. Break? Nee, Outer... Wie heißt das? Outback? Outer... Nee, im Outback. Outer... Nicht im Outback. Outer Heaven. Outer. Hä, das heißt unterirdisch, ja? Wie heißt es denn sonst? Outer. Das heißt Outback. Outback. Ja. Na, vielleicht. Googeln. Genau, so. Also die wissenschaftliche Einrichtung heißt TIMER, Abkürzung für Technical Industry for Modern Electronic Research. Liegt in Australien, im Outer oder im Outbreak. Outer Rim. Outback. Unterirdisch. So, passt auf. Die Technik funktioniert eventuell als die Technik an sich funktioniert so, dass es gab Projekte mit Teilchenexperimenten. Eins ging dabei schief, dabei verschwand ein Roboter, kam plötzlich wieder, Kamera hat Bilder mitgebracht von einer fremden Welt. Wissenschaftler haben dieses Projekt wiederholt oder dieses Experiment wiederholt, um die Hypothese zu bestätigen. Und das ist halt immer wieder passiert. Das heißt, sie haben eine Frequenz genommen mit immer der gleichen Grundausgangslage. Die zufällig zu einer konstanten Welt führt. Genau. Diese Frequenz war 6345210 und nannten das die konstante Welt. Da sie eine andere Frequenz dann einmal genommen haben und der Roboter nicht zurückkam. Nachforschungen haben ergeben, dass ein technisches Gerät dann notwendig ist, um zurückzukehren. Dieses nannten sie Sprungkonduktor, für Laien der Weltenwechsler. Nein. Sie erfanden dabei auch noch die Frequenz der unserer Erde hinaus. Das ist nämlich die 1000,001. Sie schickten dann einen Roboter mit diesem Gerät wieder in eine andere Welt. Auf eine andere Frequenz. Und auf eine andere Frequenz, genau. Und diesem gelang dann auch eine Rückkehr durch dieses Gerät nach einer bestimmten Zeit. Ja, der Roboter hat halt einprogrammiert, die Frequenz der Erde. Genau. So. Und das hat dann auch geklappt, wodurch die Wissenschaftler einen großen Fortschritt erreichten. Juhu! So. Die Technik ist also so, dass die Frequenz eine bestimmte Welt oder ein... Jede Welt hat eine bestimmte Frequenz. Der erste Besuch ist sozusagen auch immer eine Zufallsreise. Danach ist die Reise in diese Welt durch das Bekanntsein dieser Frequenz immer möglich. Zeit ist hierbei der Rohstoff zur Rückkehr. Das heißt, dieses Gerät, der Sprungkonduktor, braucht Zeit, um sich aufzuladen. Das ist in jeder Welt, schrägste Realität, eine andere Zeit oder eine andere Dauer. Da das von dieser Realität abhängt. Und jetzt hat dann die Regierung davon Wind bekommen und hat das Projekt übernommen. Und diese Regierung suchte dann anhand vom mit Hilfe des Internets Leute aus und warb diese an für diese geheime Expedition/Mission. Das sind in dem Fall wir, die Abenteurer. Wir sind die Spezialisten auf einem Fachgebiet oder Berufsfeld. Und der Projektname lautet
entweder New World, Random, Zero, Shift, Reality, Top Secret oder Unknown. Oder eins, was ihr vorschlagt. Richtig. Und so weiter. Oder ihr sucht halt eins davon aus. Wäre schön, wenn ihr da was reinschreibt. Genau. Wenn man oder wir dürfen in diese Welt beim ersten Besuch in diese Welt nur normale Sachen mitnehmen. Also Kleidung, dann eine Trinkflasche mit Wasser und ein Beutelchen mit einer Nahrungskomprimation. Ja. Ich weiß nicht, ob das Wort so heißt. Ja. Für, sagen wir mal, 5 Tage. So. Und nach dem Abenteuer kann man dann mit Hilfe des Geräts wieder in unsere Welt, eventuell auch in andere Welten nochmal reisen, was dann aber theoretisch durch die Ausrüstung wieder nicht möglich ist. Also irgendwie wird man ja dann doch durch die Abenteuer am Ende gezwungen, wieder auf die Erde zurückzureisen. Weil man halt Ausrüstung hat, die in den Spind in der Einrichtung abgelegt wird und wieder benutzt und ausgerüstet werden kann, wenn man in diese Welt zurückkehrt. Aber es ist halt Pflicht, bei jedem ersten Besuch in eine neue Welt mit einer Grundausrüstung bloß hinzureisen, nicht mit einer speziellen Ausrüstung, die man schon mal gesammelt hat. So, das ist die Ausgangslage von dem Pen-and-Paper-Konzept, was wir eventuell vielleicht auch Timer nennen könnten, einfach nur, weil es der Name der Einrichtung ist und eigentlich klingt es auch ganz gut. Müssen wir mal gucken. Ihr könnt auch noch Vorschläge bringen für dieses für den Namen dieses Pen-and-Papers. Also Timer liegt jetzt so in der Luft. Und das war's hierfür. Genau. Und weil wir jetzt mit der Zusammenfassung durch sind, habe ich noch einen Vorschlag, auch wenn wir das noch off-camera genauer überlegen werden. Was ist denn mit dem Kompromiss, dass wir, wenn wir sowieso in die Einrichtung zurückgehen, nach einer bestimmten Zeit, das kann ja bleiben, dass zwar diese bestimmte Zeit, die vergehen muss, herrscht, aber der Rohstoff nicht Zeit ist, das wäre dann ein Kompromiss, mit dem ich leben könnte. Sondern dass, dann können wir auch dein großes Gerät nehmen, sondern dass die Einrichtung diese Geräte immer wieder auflädt, mit was auch immer. Weil die haben es ja immer vorrätig. Wenn wir sowieso immer zurückkehren müssen. Aber dann ist dein Zwang weg. Nein, der Zwang, dass der Timer nach einer bestimmten Zeit springt, zurück zur Erde von mir aus, der Sprungkonduktor, der ist da, der Zwang, aber der Zwang ist nicht gleichzeitig der Rohstoff. Der Zwang ist einfach, weil die Zeit abläuft. Der Rohstoff wird trotzdem in der Einrichtung, wenn wir zurück sind, aufgeladen. Was auch immer das jetzt ist. Strom oder Leads. Ja, ja. Aber wenn dann der, das ist jetzt das Problem, wenn das dann in dieser Welt abgelaufen ist. Wenn was abgelaufen? Die Zeit. Der Rohstoff. Von dem Ding, was in dem Fall bei uns jetzt Zeit wäre. Aber wenn der dann in der neuen Welt abgelaufen ist, lädt er sich ja nicht mehr auf. Nein, nicht der Rohstoff ist Zeit, das meine ich nicht. Der Timer hat einfach eine gewisse Zeit. Der Sprungkonduktor. Der Sprungkonduktor hat eine gewisse Zeit, nachdem er zurückspringt, aber nicht, weil der Rohstoff alle ist, sondern einfach nur, weil dem, von mir aus den technischen Möglichkeiten des Gerätes, ein Zeitrahmen gesetzt ist, der an jeder Welt anders ist, weil da auch die Zeit anders vergeht, ist ja klar. Aber trotzdem hat der immer eine bestimmte Zeit, in dem er uns zurück zur Erde holt. Aber da muss er dann für den nächsten Sprung mit irgendwas aufgeladen werden. Ja, aber das hatten wir so ähnlich vorhin gesagt. Und da haben wir festgestellt, dass das dann wieder doof ist für das Abenteuer, weil wenn man im Abenteuer noch nicht alles erledigt hat, ist man auf einmal weg. Man holt vielleicht zum finalen Schlag aus gegen den Bösewicht. Oh. Scheiße. Ja, oder der. So haben wir das in Folge 2 gesagt. Naja, gut. Und deswegen nicht. Jetzt haben wir schon wieder viel zu lang geredet. Ja. Soll ich auch noch. Ihr habt die Zusammenfassung gehört, wir überlegen uns noch ein paar Dinge off-camera und dann ist gut. Das ist gut. Beim nächsten Mal eventuell die Regeln schon. Ja. Vielleicht auch was anderes. Also es kommen schon noch ein paar Folgen zu verschiedensten Dingen. Also das nächste Mal eventuell Regelwerk wird auch ein paar Folgen dann dauern, weil es ist nicht zu komplex, aber es ist schon komplex. Und bis dahin bedanken wir uns jetzt schon mal fürs Zuschauen. Richtig. Vorschläge von euch, wie gesagt, in die Kommentare, sehr gerne gelesen, auch sehr gerne angenommen und mit eingebaut. Wir werden Änderungen höchstwahrscheinlich oder für was wir uns entschieden haben, bringen wir dann nochmal in einer finalen letzten Episode nochmal mit ein, dass dann wirklich Klarheit herrscht, was nun wie gemacht wird, welche Namen und so, dass ihr auch Bescheid wisst, dass wir nochmal alles auf die Band Zusammenfassung haben. Kann ja auch kurz erfolgen. Genau. Und damit war's das. Wir sehen uns
Nicht in der Zukunft, sondern in allen Zeiten. Genau.